Die Pressekonferenz zum fünften Gruppenspiel des SC Magdeburg im EHF Cup gegen den dänischen Vertreter KIF Kolding Kopenhagen. Endstand vor 4.351 Zuschauern, 36 zu 24 zur Halbzeit, 19 zu 12. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste: Morten Bjørnsauge mit 7 Toren und Bo Spellerberg mit 4 Treffern, 5 Tore durch Fabio Rocha. Auf Seiten des SC Magdeburg: Michael Damgaard 11 Tore, 7 Tore Nemanja Selinovic und 5 Tore Yves Grafenhorst. Soweit diese statistischen Werte. Wir begrüßen, welcome, Gästetrainer Carlos Ortega. Please, your statement to the match. Okay, good evening. Congratulations to Magdeburg. They deserve clearly the victory. I think the match today wasn't history. They were much better than us from the beginning. The only positive thing in our side is that we introduced some young players that don't used to play. We have to be focused now in the playoff in our league, because unfortunately in EHF we are off. Thank you. Okay, also gratuliert dem Magdeburgern zum Sieg, und für die Kolding ist es jetzt wichtig, sich auf den Ligaspielbetrieb zu konzentrieren nach diesem Ergebnis. Wir begrüßen auch den Spieler aus Kolding, Jens Zwanne Peschert, und bitten um seine Eindrücke vom Spiel. Yes, Carlos, thank you. Congratulations to Magdeburg. They played well today. We knew from the beginning it would be tough. We missed some of our key players today, and tough it was indeed. Magdeburg was ready for the first time, and they were better than us in all the playing facets. But we fought, and as Carla said, some of our younger guys got a very good experience in a very good hall. Dankeschön für die Komplimente. Ja, ich denke, war viel Verständliches bei. Bennett, deine Eindrücke. Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Guten Abend. Ich glaube. Nein, kein. Ich glaube, dass was gesagt wurde, ist richtig. Wir waren bereit. Wir wollten unbedingt diesen Einzug ins Viertelfinale perfekt machen. Das ist uns heute gelungen. Wir haben das Minimalziel erreicht. Wir sind noch nicht am Ende. Wir haben nie einen Hehl draus gemacht, dass wir gerne als Gruppenerster in dieses Viertelfinale einziehen möchten. Ich sehe es einfach als Vorteil, das Rückspiel im Viertelfinale zu Hause zu haben und vielleicht auch einem deutsch-deutschen Duell aus dem Weg zu gehen. Ja, weil dieser Reiz des Europapokals ist doch dann vielleicht, einen ausländischen Gegner zu bekommen. Wir haben das noch in der Hand. Es ist eine schwierige Konstellation, dass man mit 9:1 Punkten noch nicht sicher dabei ein Erster ist. Ich glaube, das gab es auch lange nicht. Das spricht für die Qualität unserer Gruppe. Heute mache ich da erstmal einen Haken dran und bin glücklich, dass wir das auch in der Art und Weise so eindeutig erledigt haben. Diesen Weg bleibt mir nur noch Kolding alles Gute zu wünschen für die Playoffs und eine gute Heimreise. Vielen Dank. Ja, als Spieler heute 11-mal erfolgreich und bei der Pressekonferenz Michael Damgaard. Wie ist dein Eindruck vom Spiel? Ich denke, das Benno hat allen gesagt. Wir waren bereit heute. Das war wichtig für uns, dass wir qualifiziert für dieses Viertelfinale erst. Wir haben jetzt ein Ziel, das ist die Erste in unserer Gruppe sein. Wir haben nächstes Mal ein sehr wichtiges Spiel gegen San Giovanni, aber erst haben wir auch hier gegen Gummersbach zu Hause Mittwoch sehr wichtig. Diese 2 Punkte sind sehr wichtig für uns. Wir gucken an, aber wir haben gut gemacht heute, haben weiterentwickelt und müssen wir weitermachen. Dankeschön. Ja, Fragen an die Verantwortlichen? Alles geklärt, dann haben wir das andere Resultat noch von unserer Gruppe. Tel Aviv gegen Tatabania 20 zu 24. Danke ich recht herzlich. Ich wünsche unseren Gästen eine angenehme Heimreise und noch einen guten Aufenthalt hier. Bis
bis am kommenden Mittwochabend geht es dann weiter hier in der GTEC Arena gegen Gummersbach. 20:45 Anwurf. Dankeschön.